Hallo und herzliche Grüße aus Hasewinkel. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen uns heute noch mal ganz ausführlich den neuen TRION an von CLAAS. Und zwar gucken wir, wie die Technik hier aufgebaut ist. Und mein Name ist Mara Bergmann. Ich freue mich sehr, dass ich Sie so ein bisschen durchs Video führen darf. Und mit dabei natürlich wie immer Klaus Schäfer von CLAAS. Und Klaus, heute schauen wir auf das Thema Vielfruchttauglichkeit und auch auf die Zugänglichkeit beim neuen TRION. Warum ist es wichtig, auf diese Themen zu achten? Genau, Mara. Diese beiden Themen sind nicht nur Zungenbrecher, sondern sind extrem wichtig gewesen in der Entwicklung des TRIONs. Warum ist das so? Wir haben ja schon gehört, der TRION hat das Lexion-Dreschwerk mit APS 600, aber er hat einen komplett neuen Korb. Der Dreschkorb kommt von der neuen Lexion-Generation eigentlich. Und dieser Dreschkorb hat was ganz Besonderes. Ich mache mal hier die Klappe auf, dann können wir da mal reinschauen. Dieser Dreschkorb hier hat zwei Schrauben. Und diese zwei Schrauben halten hier etwa 60% des Hauptkorbes fest. Das heißt, wenn ich den Korb nach unten fahre, die beiden Schrauben löse, kann ich dieses Korbsegment zur Seite rausziehen. Und ist damit, das ganz kurz mal, wenn ich unterbrechen darf, Klaus, was wir hier auf dieser Grafik sehen, was blau eingefärbt ist? Ist das dieser Dreschkorb? Genau, das ist das Dreschkorb-Segment, was jetzt neu ist, zur Seite herausziehbar. Und auf der Grafik ist zum Beispiel ein Rundstahlkorb abgebildet. Den brauche ich klassischerweise für Sonnenblumen oder für Soja oder auch für sehr trockenen Mais. Ich kann aber auch dort einen 18er Maiskorb einbauen. Und weiter vorne gelegen auf dieser Zeichnung sieht man auch die drei APS-Korbsegmente. Genau, die sind auch auszutauschen, wenn ich zum Beispiel von Getreide auf Mais oder auf Soja oder auf Sonnenblume meinen Mähdrescher umbauen möchte. Und damit das schneller und einfacher geschieht, ist dieses Segment jetzt zur Seite herausziehbar. Und jetzt erklär mir eins, Klaus, warum ist diese Vielfruchttauglichkeit beim TRION so wichtig? Der TRION wird ja eingesetzt in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Regionen auf der Welt. Und in diesen Regionen gibt es zum einen verschiedene Fruchtarten, wie wir eben schon gehört haben, Mais, Soja, Bohnen, Sonnenblumen. Aber es gibt diverse Sonderfrüchte wie Rizinus, wie Gras und so weiter. Und die Kunden müssen sich weltweit auf diese Bedingungen einstellen, müssen ihre Maschine umbauen. Das ist ein Grund. Der nächste Grund ist aber, wir haben weltweit zunehmende Wetterkapriolen. Wir haben es dieses Jahr wieder gesehen. Wir haben Klimaverschiebungen. Das heißt, ich kann heute Sojapflanzen anbauen in Europa, wo das vorher noch nicht ging. Und somit auch das Thema Greening ist so ein Stichwort, dass die Bauern immer mehr verschiedene Kulturen anbauen müssen, um die Biodiversität aufrechtzuerhalten. Ja, und die müssen sie auch irgendwann dreschen. Ne? Und deswegen muss der Mähdrescher unbedingt umbaubar sein und auch vor allem schnell und einfach umbaubar. Dann kommen wir doch jetzt mal ausführlich zum Thema Zugänglichkeit. Mhm. Wir haben eben schon hinter diese eine Klappe hier geguckt, Klaus. Genau. Aber was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, zunächst einmal ist die Frage, wieso ist Zugänglichkeit wichtig für den Kunden? Er kann ja einfach fahren und dann ist gut. Nein, er muss aus drei Gründen ab und zu auch mal in die Maschine schauen. Zum einen will er sehen, ob die Aggregate richtig eingestellt sind, wie hier beim Dreschkorb zum Beispiel die Grundeinstellung. Zum anderen will er aber auch schauen, ob alles richtig funktioniert, ob nichts defekt ist oder verstopft ist. Und zum dritten muss er natürlich dann und wann auch mal die Maschine reinigen. Ganz besonders, wenn ich eine Fruchtart verstelle oder umbaue, wie zum Beispiel bei Saatgutbetrieben. Die müssen penibelst sauber die Maschine reinigen, bevor sie in die neue Fruchtart fahren. Und beim alten Tucano oder beim alten Lexion wurde immer bemängelt, dass die Zugänglichkeit zu schlecht ist, dass man zu schlecht überall rankommt. Und man sieht es hier am TRION, wir haben hier in der Seite drei riesige Zugangsöffnungen zu den Rotoren. Vorher beim Tucano gab es nur eine Öffnung und das ist deutlich verbessert worden. Also diese drei hier, ne? Ganz genau. Zwei, drei. Ganz genau. Alles klar. Und wenn man zum Beispiel die Maschine dann reinigen will, gibt es optional, wir sehen hier einen Druckluftkompressor mit Schlauch, damit man die Maschine besser reinigen kann. Also kann zusammengefasst, Klaus, der TRION besser eingestellt werden mit weniger Arbeitsaufwand auf verschiedene Fruchtsorten und das Ganze auch schneller und auch besser in der Art, ja, wie ich es kontrollieren kann, wie ich es sauber machen kann. Ganz genau. Sehr gut zusammengefasst, Mara. Besser hätte ich es nicht sagen können. Dankeschön. Aber eins haben wir noch vergessen, oder? So ist es, Klaus. Jetzt kommt nämlich die Zuschauerverständnisfrage. Sie sind also wieder gefragt. Und dieses Mal lautet unsere Frage, welche dieser Aussagen ist falsch? A. Zum Dreschen von Mais muss ich Riemenscheiben und Riemen tauschen. B. Der Umbau von Mais auf Getreide dauert mindestens einen Tag. C. Das Dreschtrommelreduziergetriebe kann einfach von außen verstellt werden. Und D. Größere Öffnungen ermöglichen eine einfache Kontrolle und Reinigung. Welche dieser Aussagen ist
falsch oder sind es möglicherweise sogar mehrere? Kurzer Moment noch, dann sollten Sie Ihre Antworten ausgesucht haben und die Auflösung, die gibt es natürlich wieder von Klaus Schäfer. Ja, Mara, A und B sind augenscheinlich falsch. So haben wir das vor Jahrzehnten mal gemacht. Da möchten wir nicht wieder hinkommen. Antwort D ist natürlich richtig. Die bessere Zugänglichkeit haben wir sehr intensiv gesehen. Und zu Antwort C, das Verstellen der Dreschtrommeldrehzahl, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Das geht jetzt sehr einfach durch Verstellen eines Drei-Wege-Hahnes auf dem Überkehrelevator kann ich die Dreschtrommeldrehzahl reduzieren und so auf Mais, Bohnen, Soja umstellen. Also super einfach. Klasse, ich danke dir, Klaus. Wir haben wieder einiges gelernt und sind schon wieder am Ende unseres Videos. Aber es lohnt sich auch nächstes Mal dabei zu sein. Dann schauen wir nämlich auf die Details zu Korntank und zum Motor. Es lohnt sich also, wenn Sie sich da mal reinklicken. Ich freue mich sehr auf Sie.